Prinz Philipp wird 101 und ganz Großbritannien denkt intensiv an den verstorbenen Prinzgemahl. Am 9. April 2021 stirbt der Ehemann von Queen Elizabeth II. Im Alter von 99 Jahren. Seinen runden Geburtstag, gut zwei Monate später, erlebt er nicht mehr. Weltweit verfolgen Millionen Menschen am Fernseher die Trauerfeier für den Royal. Am Rande des Trauerzugs spielen sich auch Konflikte der königlichen Familie ab. Philipps Sohn Prinz Andrew sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Und seine Enkel Harry und William scheinen sich im Vorjahr entzweit zu haben. Auch die entfremdeten Brüder treffen bei der Zeremonie in Windsor erstmals wieder aufeinander. Die mit Spannung erwartete große Versöhnung bleibt allerdings wohl aus. Mit der Queen verbindet Philipp eine jahrzehntelange Liebesgeschichte. Am 20. November 1947 gibt sich das Paar das Ja-Wort. Über 73 Jahre lang sind sie bis zu Philipps Tod verheiratet. Seit gut einem Jahr fehlt der Mann an der Seite der Monarchin. Und das in einer turbulenten Zeit für Elizabeth. Denn im Januar sitzt das britische Staatsoberhaupt seit 70 Jahren auf dem Thron. Am vergangenen Wochenende wird die Queen dafür tagelang von ihren Fans gefeiert. Bei dem Festakt in London kann Philipp zwar nicht dabei sein, das Andenken an ihren verstorbenen Ehemann hält die Jubilarin aber in Ehren. Bei ihrem abschließenden Auftritt auf dem Balkon des Palastes trägt sie eine Trauernadel am Hut. Ein subtiles Zeichen, dass Philipp in ihren Gedanken immer dabei ist. In den vergangenen Monaten machen sich Royal-Fans weltweit immer wieder Sorgen um die Queen. Denn der Gesundheitszustand der 96-Jährigen gibt immer wieder Anlass zur Beunruhigung. Mehrmals muss Elizabeth wichtige Termine absagen. Bei einer Gedenkfeier für Philipp im März geht seine Witwe am Stock und macht einen gebrechlichen Eindruck. In einem Videocall mit britischen Krankenschwestern gibt sie damals ein seltenes Update. Nach einer überstandenen Virusinfektion fühle sie sich sehr müde und entkräftet. Dennoch erholt sich die Queen wieder und kann ihr Thronjubiläum feiern. Auch wenn sie nicht an allen Veranstaltungen teilnimmt, sind es besondere Tage für sie. Ich bin begeistert und tief berührt, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um mein Platinjubiläum zu feiern. Die Güte, die Freude und die Verbundenheit, die in den vergangenen Tagen spürbar waren, haben mich inspiriert. An solchen Tagen wird deutlich, welche Lücke Philipp auf dem Balkon des Palastes hinterlässt und im Leben der Queen. Denn der Mann, der über Jahrzehnte stets einen Schritt hinter der Regentin geht, ist ihre große Stütze. An seinem heutigen Geburtstag fehlt der Prinzgemahl ihr und vielen Royal-Fans auf der ganzen Welt besonders. Auch gut ein Jahr nach seinem Tod ist er in den Gedanken vieler nur allzu präsent.